9.07.2023, der FIVO ist in Steckenborn bei Enorm in Form in Steckenborn. Ja, früher gingen die Laufstrecken rechts hoch durch Hechelscheid auf die dem Ruhrsee zugewandten Seite des Ortes. Inzwischen geht es links und drüben in den Wald hinein. Ah, die rustikalere Route. Das ist gut. So langsam wird mir klar, warum der obere Weg genommen wird. Der hat nämlich mehr Höhenmeter. Der andere Weg ist unten ein bisschen flacher. Unten ist zwar flacher, aber da geht zwischen den Bäume durch, da sieht man nichts. Die Höhenmeter haben den Vorteil, man kriegt hier noch ein bisschen Aussicht geboten. Hier teilt es sich jetzt insofern, als dass der 10er, das ist gegen den Uhrzeigersinn läuft, und die 4,7 im Uhrzeigersinn. Da kann man es aber nachlesen. Das ist natürlich vorteilhaft für Doppelstarter. Zeitlich gesehen kann man das ja, beide Distanzen laufen. Und wenn das mal links rum, mal rechts rum geht, ist das natürlich nicht so eintönig. Wiederholt sich dann nicht so viel. Gute Idee.
Oh, Hit. Da ist der Uwe ja schon. Super. Ja, das hat vorhin ein paar Läufer irritiert. Aber so weit war ich noch nicht gekommen. Hier, das ist die Markierung für die 47er. Das Orange ist was anderes. Aber es ist ja auch hier ergänzend dann klargestellt. Aber da musste man ein bisschen genauer gucken. Ja, das Stück hier zwischen Ort und Wald ist doch schattiger als man denkt. Ach, der schöne Weg ist gemäht. Das ist die Abkürzung. Ja, genau. Das ist die Spange, über die die 47er von der 10er Runde abkürzt. Und offenbar ist die Laufstrecke an der Hauptwindrichtung ausgelegt. Wir haben nämlich jetzt Rückenwind auf dem Hinweg, was bei der Wärme ja nicht so toll ist. Aber Gegenwind auf dem Rückweg, was im Sommer natürlich eine wunderbare Abkühlung bringt. Ich glaube, das passt ganz gut. So, hier haben wir den Anschlusspunkt. Hier kommt der 47er zurück zum Sportplatz und der 10er kommt dann gleich von dort und geht dort entlang. Wenn er fällt, Treffer. Nee, keine Unklarheit. Da kommt Walker auf der 10 Kilometer Strecke. Danke. Super. Claudia, super. Dann ist es halt zu warm. Dann marschierst du lieber, ne? Clever. Aber ein schöner Winter. Ebenso. Hallo. Prima. Prima. Hallo. Prima. Der Mai, super. Thank you.
So, klasse. Gabi, super. Schneider wieder, super. Prima, Peter. Ja. Prima, super. Prima. Christine, super. Prima. Klasse. Super. Prima. Klasse. Super. Prima. Klasse. Fotografie. So. Prima. Der Gräfi wieder, super. Hi. Prima. Hi. Super. Bildruck, klasse. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Klasse. Jürgen, prima. Super. Hi. Ach, der Helge, stark verpasst. Ja, mal da auf. Prima. Kannst du schon mal da laufen. Ja. Prima. Prima. Klasse. Prima. Super. Schönes Plätzchen ausgesucht. Ja, diesmal geht es bergab für euch. Prima. Prima.
Prima. Prima. Super. Klasse. Der Harry, super. Oh, du warst auf die letzte, du. Prima. 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 Ja, auf den Schildern steht zwar noch 5 Kilometer, obwohl es 4,7 sind. Aber da hat man wohl die Schilder der alten Streckenführung recycelt, was ja für den Klimaschutz nicht verkehrt ist. Ne? Super. Prima. Super. Prima. 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 Super. Super. Wenn du jetzt noch lachst, machen wir ein Siegerfoto. Haben wir jetzt gemacht? Ich habe es. Leonhard Huben. Super. Klasse, Laura. Bei den Männern war ihr. Gold von Uli Klaassen mit der Nummer 15, SV Gagwart-Moren. Mit der Nummer schön auf. Da kommt Regina Borschen, Essen-Gericht-Steckemann mit der. Mit der Nummer 2, Uschi A, Schiegeler, Kaunert und Schruff. Mit der Nummer 69, Rune Dux, Dussleingarte. Mit der 139, Michael Klammern. Gold Weingarten-Räder und Joachim Greff die Nummer 44. Mit der Nummer 118 auf den letzten Metern Theo Vattelfee. Die 148 Bianca Villa, LC Euskirche. Nice, LC Kaltal. Klasse Jörg.